Moinsen! Na, was geht? Heute mal wieder ein schönes Video für dich. Ich hatte die Möglichkeit, dank Ascher das neue McLaren Wheel zu testen oder eins der neuen McLaren Wheels. Dankeschön an der Stelle, dass du, Ascher, mir das Wheel zugeschickt hast. Und liebe Grüße nochmal an Marcel, der sich die Zeit genommen hat, auch mit mir zu telefonieren, um uns mal so ein bisschen zu beschnüffeln, dass ich mal so ein bisschen reinhorchen kann, wie so Ascher drauf ist. Und naja, ich sag mal so, das, was im Telefonat so besprochen wurde, hat sich bestätigt. Lasst uns doch heute mal über dieses wunderschöne Wheel sprechen. Das Artura Pro McLaren Wheel. Jetzt kommt der ein oder andere wahrscheinlich wieder so um die Ecke und sagt sich so, boah, schon wieder so ein Wheel, wo so eine Automarke drauf ist, wo ich mehr Geld bezahlen muss. Nee, nicht ganz. Aber das machen wir jetzt. So, bevor wir jetzt hier wieder loslegen, kleiner Disclaimer, weil das ist wichtig, denn manche Menschen haben manchmal Schwierigkeiten, das Ganze zu verstehen. Dieses Wheel wurde mir zur Verfügung gestellt von Ascher direkt. Ich habe keinerlei Auflagen bekommen. Ich durfte frei Schnauze einfach losreden mit dem Satz, wenn du was zu sagen hast, was scheiße ist, dann sag das gerne. Wir können mit Kritik umgehen. Und so habe ich dieses Wheel in Empfang genommen, mit sehr großen Erwartungen. Denn wenn eine Firma sowas sagt, dann steckt da meistens auch was hinter. Und das tut's auch. Und das würde ich dir jetzt gerne nämlich mal erzählen, was da denn hinter steckt. Aber bevor wir uns das jetzt mal ganz genau angucken, lasst uns mal über den Preis reden. Das Wheel kommt aktuell 1.129 € direkt bei Ascher. Das könnt ihr vorbestellen. Ich war glücklicherweise in der Lage, das schon vorher zu testen, bevor es rauskam. Und muss wirklich gestehen, dass das, ja, das ist eine Gegenstrichrasur. Im positiven Sinne. Was ist denn nun alles für 1.129 € in der Box? Du kriegst das Wheel, du kriegst ein USB-C-Kabel, du kriegst Schrauben, du kriegst das Werkzeug. Bei mir waren noch Buttoncaps mit drin. Und die zwei Werkzeuge, um die Button Caps zu lösen. Das hast du vielleicht im Unboxing gesehen. Es ist eine unglaublich schöne Verpackung, die komplett geruchsneutral ist. Was ich bis dato so in der Form auch noch nicht hatte. Es könnte eventuell daran liegen, dass ich eine Review-Unit habe. Das heißt, da war vielleicht vorher schon mal jemand dran. Das heißt, mein Rüssel hat nicht die komplette Neuerfahrung gekriegt. Aber das fand ich sehr, sehr schön, weil das für mich ja auch immer eine große Rolle spielt, wenn ich Sachen auspacke. Und Werkzeug hast du auch dabei. Und Schrauben für dein Quick Release hast du auch mit dabei. Das heißt, wenn du jetzt den Simocube anschrauben möchtest, wofür das Wheel zum aktuellen Stand ist, weil jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Review gemacht habe, gibt es noch keine Version, wo du das Lenkrad über USB anschließen kannst, um es an einer anderen Wheelbase zu benutzen. Das hier geht jetzt gerade nur an der Simocube. Kommen wir doch jetzt einfach mal zur Qualität. Die Qualität dieses Wheels ist wirklich sehr, 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 sehr überzeugend. Für mich persönlich das stärkste Wheel, was ich bis dato in der Hand hatte. Von den 10 Wheels, die ich bis dato testen durfte oder mir selber früher gekauft habe, macht das hier den stärksten Eindruck. Es überholt für mich persönlich sogar noch mein Daily Driver, das AMG Wheel von Cube Controls. Warum überholt es jetzt das Wheel von Cube Controls? Wenn wir uns jetzt mal die Buttons angucken, dann gibt es hier keinen wirklichen großen Unterschied. Super. Ist ein Gedicht, wie beim AMG Wheel, sehr schön beleuchtet, nicht so groß beleuchtet und macht einen schlanken Fuß. Rotary Encoder. Absolutes Gedicht. Oh, in die habe ich mich total verliebt. Die haben so ein schönes Gefühl und so ein schönes Klicken, dass das sogar Spaß macht, das Ding einfach die ganze Zeit nur im Kreis zu drehen. Das ist für mich auf jeden Fall ein absoluter Pluspunkt und unterscheidet sich auch vom AMG Wheel. Was wir an der Stelle noch sagen können und auch was sehr, sehr wichtig ist, ein Shifter. Das ist für mich persönlich und das trifft meine persönliche Präferenz, einfach wunderschön. Es klingt so flauschig, so wolkig. Es macht einen super, super schönen Eindruck und sind vor allen Dingen auch nicht so laut. Weil ich mag es immer nicht so gerne, meinen Nachbarn zu sagen, in welchem Gang ich gerade bin, ob ich hoch und runter schalte. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ganze Gerät ist aus Vollmetall. Hier ist
kein Plastik dran, bis auf die Kappen, die hier vorne draufgeschraubt sind an den Buttons. Was ich persönlich nicht so schlimm finde, weil wir das ja auch das ein oder andere Mal abschrauben. Das kannst du ja auch machen, falls du dir das Unboxing angeguckt hast, kannst du sehen, dass du hier die Buttons abnehmen kannst. Also falls du das nochmal wissen willst, kannst du gerne ins Unboxing schauen. Da habe ich das Ganze hier gelöst und dir mal gezeigt. Hinten drauf haben wir noch wunderschöne Sachen. Und das ist auch das erste Mal, dass ich sowas sehe. Wir haben nämlich feste Schalter hier hinten dran. So kannst du zum Beispiel mitten im Betrieb, auch wenn es läuft, die LEDs ausmachen. Und du kannst sie instant wieder anmachen. Oder du kannst das ganze Wheel an- und ausmachen mit einem Kippschalter, was natürlich nicht so unwichtig ist. Und dann kannst du hier noch den Rotary Shift, kannst du hier hinten auch noch einstellen, sowohl für rechts als auch für links. Und dann noch die LEDs. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, wünschte ich mir hätten mehrere Hersteller, weil ich das total fancy finde. Ich habe das jetzt das erste Mal gehabt, sonst gibt es immer nur einen An-Ausschalter. Gerade wenn wir jetzt mal uns das AMG wieder daneben stellen. Ist das hier wirklich eine geile Funktion, dass du das einfach so an, aus und du hast hinten drauf Kippschalter. Ergonomie an den Griffen, super gut. Die sind nicht zu hart, die sind nicht zu weich. Sie sind sehr zart gummiert, also nicht wirklich sehr rau, was sehr schön in der Hand liegt. Und es funktioniert auch für große Hände. Und es funktioniert nicht nur für große Hände, sondern es funktioniert auch für breite Schultern und fährt sich super, super angenehm. Und ich würde jetzt mal mit dir, bevor wir fahren gehen, ins Rig steigen. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir so alles machen können, wie wir das anschließen. Und dann gehen wir eine Runde Test fahren. Also, rein ins Rig. Also, wenn wir jetzt mal am PC sind und uns mit dem Wheel auseinandersetzen, dann können wir in der aktuellen Version, also die ich jetzt hier habe, sie mit der SimuCube verbinden. Das ist super simpel. Wenn wir uns jetzt mal in SimHub reinmachen, dann könnt ihr sehen, dass das Wheel oben connected ist. Und das zeige ich euch mal ganz kurz. Moment. Das Wheel ist jetzt gerade über ein Kabel angeschlossen. Ich mache das Kabel mal ab. Und ihr könnt ja mal SimHub beobachten. Da ist dann nichts mehr los. Du kannst jetzt hier drauf nichts mehr machen. Das Wheel ist einsatzbereit. Also wir können damit immer noch in, wenn wir jetzt hier mal gucken in der Software, wir können immer noch alle Tasten drücken und alles ist parat und alles ist da. Aber wir können in SimHub jetzt aktuell nichts mehr einstellen. Das heißt, wenn du was bei SimHub einstellen möchtest und die Farben ändern möchtest, kannst du das Kabel anschließen und dann wirst du gleich sehen, es ist in SimHub wieder da und dann kannst du deine Einstellung vornehmen, die du möchtest. Also du kannst dann alle Farben belegen oder dann nimmst du einfach hier ein vorgefertigtes Preset, was hier drin ist und dann kannst du loslegen. Um die Farben zu ändern, brauchst du bloß hier Doppelklick auf die einzelnen Zahlen machen und dann kannst du dir hier jegliche Farben aussuchen. Dann kannst du hier auch sehen, dass sie die Farben sofort ändert in die Farbe, die du gerade angeklickt hast. Ob wir später noch die Möglichkeit bekommen, die LEDs extra anzusprechen und die Funktion von SimHub zu nutzen, wie Spotter zum Beispiel oder Sequenz beim Starten oder Reflights etc. pp. Das ist aktuell mir nicht bewusst und darüber habe ich keine Information. Aber sobald sich etwas ergibt dazu und ich etwas weiß, werde ich euch das sicherlich im Stream wissen lassen, wenn ihr mich das fragt und ich Infos diesbezüglich habe. Und jetzt könntest du theoretisch das Kabel abziehen. Und dann kannst du eine Runde fahren gehen. Und das machen wir jetzt mal. Dann lass uns doch mal eine Runde mit dem Porsche drehen auf Le Mans. Let's go. Raus aus der Box und rein ins Geschehen. Ich werde euch mal so ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Ihr könnt es ja jetzt hier sehen. Das Wheel ist auf jeden Fall von der Breite her sehr, 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 sehr angenehm. Also ich persönlich bin ja immer so ein Fan von sehr großen Wheels, weil meine Schultern ja ein bisschen breiter sind und ich sonst immer so ein paar Probleme mit der Brustmuskulatur bekomme. Und das habe ich hier jetzt gar nicht gehabt bei dem Wheel. Also ich hatte nicht mal irgendwie den Eindruck, dass es zu klein ist. Also im Vergleich zu meinem normalen Daily Driver, den ich aktuell habe, der 32 cm ist, macht das dann doch nicht so viel aus. Und das liegt sehr, sehr gut in der Hand. Die Griffe sind super, super griffig. Sehr ergonomisch, also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich mit meinen großen Händen hier in Schwierigkeiten komme oder in irgendeine Misere, dass mir das in irgendeiner Form zu klein ist. Und
Ich habe auch jetzt noch nicht feststellen können, dass mir das Ding irgendwie aus der Hand rutscht oder irgendwie komisch in der Hand liegt oder dass das unkomfortabel wird nach einer gewissen Zeit. Ich finde es auch super angenehm für meine Daumen. Ich habe ja sehr viel Daumen, wie ihr seht hier. Also ich habe hier oben durch mein altes Wheel immer sehr viel auch Hornhaut bekommen, aber irgendwie liegt das super komfortabel. Es ist super angenehm, auch ohne Handschuhe. Mit Handschuhe fährt es sich genauso schön, finde ich. Und es ist einfach ein Gedicht. Also du hast wirklich was super, super Wertiges in der Hand und hast nicht wirklich das Gefühl, also du hast nicht wirklich ein schlechtes Gefühl dabei, das zu fahren. Und natürlich kommt das zu einem gewissen Kostenpunkt, das muss man ganz klar sagen. Also mit seinen rund 1200 Euro ist das natürlich schon ein ziemlicher Kracher. Aber dafür kriegst du auch ehrlich gesagt ein bisschen was geboten. Und mit einem bisschen meine ich halt schon eine Menge und was sehr, sehr Qualitatives. Für die Menschen, die jetzt bezüglich des Wireless, mit der Wireless-Verbindung eventuell darüber nachgedacht haben, dass es problematisch ist. Also in der ganzen Zeit, in der ich jetzt gefahren bin, hatte ich keine irgendwie Disconnects oder irgendwelche Probleme damit. Das lief wirklich tadellos und hatte keinen einzigen Ausfall. Was ich mir wirklich wünschen würde, aber das ist auch schon announced auf der Homepage von Asha, dass wir das auch mit Kabel betreiben können. Weil ich bin mehr so ein Kabelfahrer, weil ich vergesse irgendwann sicherlich mal mein Wheel zu laden. Und naja, wir machen ja nun mal alle nicht immer das Wheel aus oder vergessen das auch gerne mal, das Wheel auszumachen. Und dann steht man morgens da, wenn man fahren will. Und ich verlasse mich da immer so ein bisschen auf Kabel, weil ich ja so ein Vergesslicher bin auch manchmal, weil so viel zu tun ist zwischendurch. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass Asha das schon announced hat, dass wir in die Richtung Kabel definitiv auch noch was bekommen werden. Nichtsdestotrotz ist mein Eindruck von diesem Wheel wirklich sehr, 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 sehr solide. Ich würde jetzt gerade aktuell mit den paar, also es sind wirklich ein paar Lenkrädern, die ich bis dato gefahren bin und Vergleichswerte, die ich habe, ist das hier nicht das teuerste Wheel, was ich jemals gefahren bin, aber von der Qualität her das Beste. Also rundum das ganze Wheel ist für mich persönlich ein Gedicht. Ich würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, bin ich ganz ehrlich, würde ich das sofort als mein Daily Driver nehmen. Ich finde es so schön, es liegt so toll in der Hand, es macht keine Knarzgeräusche, es fühlt sich super, super wertig an. Also für mich persönlich jetzt gerade, auch mit dem Aufpreis, wenn wir das jetzt mal mit dem Cube Controls AMG Wheel vergleichen, was davor für mich der absolute Nennwert war, ohne Display, ist das jetzt hier mein Nennwert. Man muss aber auch natürlich dazu sagen, dass es teurer ist und das merkt man aber auch in der Qualität, dass hier ein bisschen mehr Preis drin ist und auch ein bisschen mehr Qualität drin ist. Was nicht bedeutet, dass das AMG-Wheel an irgendeiner Stelle jetzt schlechte Qualität hat, aber hier ist nochmal so dieses kleine i-Tüpfelchen an Wertigkeit oben draufgepackt worden. Was für mich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großes Highlight ist beim Fahren, sind die Shifter. Und die überzeugen mich ganz, 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 ganz doll. Denn ich bin persönlich ja ein Mensch, der nicht so gerne so laute Shifter hat. Und die Shifter von diesem Wheel, die sind so unfassbar leise, aber trotzdem haben sie einen sehr schönen Druckpunkt und auch genug Widerstand. Das holt mich komplett ab. Ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt gerade auch merken, dass ich im Hintergrund logischerweise schalte. Und hier ist nichts weggefiltert, weil das Mikrofon, was ich anhabe, ist roh. Und man hört sie fast gar nicht. Und das ist total toll. Sie haben so wirklich so ein leichtes, wolkiges, fluffiges Klicken. Und die Gänge gehen halt super gut rein. Du kannst mit einem Finger ganz gediegen schalten, ohne dass da irgendwie große Probleme dabei sind. Und das ist wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl. Da muss ich Asche ein ganz großes Lob aussprechen für diese Shifter. Nach meinem Wissensstand und Unterhaltung mit Marcel von Asha waren sie früher viel, viel lauter. Ich habe leider nicht die Möglichkeit gehabt,
ein altes Wheel zu testen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal, dass wir das mal gegeneinander halten können. Aber das hier von der Shifter her ist das wirklich ganz, ganz toll. An der Stelle würde ich sagen, bleiben wir hier stehen. Ich drehe noch mal kurz eine Runde, pack das Mikrofon neben die Shifter und dann könnt ihr noch mal einen Geräuschtest haben von dem ganzen Rig und dann euch vorstellen, wie laut die Shifter sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir machen mal kurz einen Geräuschtest. Ihr hängt jetzt hier so knapp daneben, wie wir das bei den Wheels immer machen. Und dann kannst du dir mal einen Eindruck machen. Ich fahre jetzt mal 2-3 Kürfchen und schalte mal ein bisschen durch. Und dann kannst du hören, wie laut die Shifter sind. Also wie ihr jetzt gerade gehört habt, hört ihr da fast gar nichts und muss man mögen, also ganz klar. Es gibt ja Leute, die präferieren das lautere Klacken, wie beim beispielsweise AMG-Wheel oder auch bei den GSI-Wheels. Für mich persönlich ist das hier ein absolutes Gedicht, weil man will ja auch nicht immer, dass die Nachbarn gleich hören, dass man am Schalten ist. Lasst uns mal positive und negative Dinge besprechen und dazu sehen wir uns gleich drüben. Schön, dass du es bis hierhin geschafft hast. Du hast ja dann schon mal angeguckt, wie man das fährt, wie man das anschließt, wie es beim Fahren ist und wie die Shifter sind. Ich würde jetzt hier gerne mal einen Schlag erzählen, was ich positiv und negativ finde. Positiv? Definitiv die Qualität. Also, ich kann dir wirklich nicht sagen, wie begeistert ich war, als ich dieses Wheel ausgepackt habe. Es hat mich so sehr gefreut, das in die Hand zu nehmen. Und nach den ersten Runden, die ich im Rig gedreht habe, war es für mich einfach nur so, warum muss ich dich zurückschicken? Bleib doch einfach für immer hier. Was ich sehr positiv des Weiteren finde, ist, dass, und das könnt ihr jetzt so nicht einschätzen als Kunden, dass Ascher scheinbar sich so bewusst darüber ist und so selbstbewusst darüber ist, was sie für ein Produkt gemacht haben, dass sie wirklich beim Telefonat und bei der Einführung gesagt haben, du, wir machen uns keine Sorgen, wenn es was Negatives gibt, gibt es was Negatives, mach's einfach und hau's raus. Das finde ich sehr beeindruckend und ist für mich definitiv, für euch jetzt weniger, aber ein sehr positiver Nebeneffekt oder ein sehr positiver Fakt, den ich gerne erwähnen möchte, weil man muss auch Firmen für ihr Verhalten und für ihr Auftreten und für das, was sie tun, loben und das ist definitiv lobenswert. Was ich noch positiv finde an dem Wheel, sind die Buttons. Die Rotary Encoder und die Shifter hinten dran. Die fühlen sich wirklich super, super gut an und auch die Ergonomie an den Griffen kann ich einfach nur loben. Ich habe kein Gefühl gehabt, dass es unbequem ist, dass es nicht schön in der Hand liegt oder dass mir das aus der Hand rutscht oder dass ich Probleme habe mit Handschuhe oder ohne Handschuhe. Es war einfach wirklich alles in allem ein Gedicht. Negatives? Ich wünschte mir, wir könnten mehr in SimHub einstellen. Das sind Dinge, die ich relativ häufig bei Herstellern bemängel. Da wir jetzt aber gerade eine Vorabversion haben und ich davon ausgehe, dass bis Q2/24 sich daran noch ein bisschen was ändern wird, würde ich das mal unter Bedacht anmerken, dass ich in SimHub gerne mehr eingestellt hätte. Also falls ihr das möglich machen könnt, Ascher, oder wenn das sowieso nicht auf der Agenda schon steht, dann möchte ich nichts gesagt haben. Aber ich würde mir wünschen, dass wir die ganzen Sachen da noch einbinden können in die Funktion, die uns SimHub bietet. Weil es ist einfach schön, wenn das Lenkrad ein bisschen blinkt. Und nicht nur in einer Farbe, sondern so richtig ein losflasht.
Und das wäre auch das einzige Negative, was ich bemängeln könnte. Ich habe am Anfang mich gefragt, ob wir das noch über USB anschließen können. Und das war so ein bisschen den Stecker, das könnt ihr ja beim Unboxing auch sehen, weil meine ersten Impressionen waren ohne Datenblatt, ohne alles, habe ich mir die Frage gestellt, warum wir nur einen USB-C-Stecker haben, ob das nicht eventuell ein bisschen problematisch ist, falls wir mit Kabel fahren wollen. Aber dieses Wheel ist aktuell nur für die SimoCube in Wireless verfügbar und das Kabel besteht nur dazu da, also ist nur dazu da, dass wir ein Sim haben, was einstellen können und das aufladen können. Also können wir das auch nicht mal wirklich anmerken, denn Asche hat auf ihrer Homepage schon vermerkt, dass sie daran arbeiten, dass es eine USB-Version gibt, die auch an anderen Wheelbases funktioniert. Das heißt, das wäre auch nur ein Punkt, auf den wir warten können, bis der Release kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie daran schon arbeiten, weil warum sollten sie Wheels nur für SimoCube bauen? Das ist ja Quatsch. Also kommen wir mal zu dem Fazit von diesem Wheel. Der Preis 1129 Euro ist sehr, sehr viel Geld. Und das müssen wir auch immer in Relation setzen. Das ist wirklich sehr viel Geld. Es gibt noch eine weitere Version davon, wo du hinten dran keine drei Shifter haben wirst. Also weder das Clutch Pedal noch die zweiten, sondern du hast nur die Pedals, die hier oben dran sind, ne, zum Shiften. Die kann man aber jederzeit upgraden und das ist ziemlich simpel, das abzugraden. Und du wirst hier diese Rotary Encoder oder diese Daumentasten wirst du auch nicht haben und du wirst die beiden in der Mitte nicht haben für 799 Euro. Also was ist jetzt für 1129 Euro, wie es da liegt, mein Fazit dazu? Sehr viel Geld würde ich definitiv ausgeben, weil es fühlt sich an wie ein Wheel, das kaufst du einmal und das wirst du für den Rest deines Lebens fahren. Es gibt so Produkte in meinem Leben, die ich in der Hand hatte, wo ich sage, die kaufst du einmal und die wirst du für immer haben. Und das Wheel macht mir den Eindruck, als wenn du es kaufst und für immer haben wirst. Diese Voraussicht möchte ich mir jetzt einfach mal nehmen, zu sagen, dass das definitiv sowas sein wird. Es ist sehr viel Geld, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber du kriegst auch was dafür. Du wirst wirklich was dafür kriegen. Und selbst wenn du dir nur für 799 das andere Wheel kaufst, ohne die Daumentasten und viel über die Buttonbox machst, beispielsweise, wirst du auch eine absolute Rakete kriegen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon und ich möchte jetzt, Stand hier, heute sagen, dass das beste Wheel ist, was ich hier in meiner Hand hatte. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, bei dem Telefonat zu sagen, wir sind uns ziemlich sicher, was wir da produziert haben. Wir haben sehr viel daran gearbeitet in den letzten Jahren. Muss ich sagen, das merkt man und dafür bin ich sehr dankbar. Weil solche Produkte mag ich persönlich am liebsten, wenn der Kunde Geld ausgibt und dafür auch wirklich was bekommt. Und das bekommst du bei Asche. Das Atura Pro GT4 Wheel ist ein absolutes Gedicht. Lass mich mal wissen, ob du das vielleicht irgendwo auf einer Expo schon angefasst hast oder ob du es schon vielleicht vorbestellt hast, weil du es gesehen hast, ob du vorher Asche Wheels gefahren bist und soll ich vielleicht nochmal gucken, dass ich die älteren Wheels auch nochmal teste? Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und dann kannst du mir einen Daumen da lassen, entweder hoch oder runter. Das ist für mich völlig fein. Wenn es dir nicht gefällt, ist das dein gutes Recht und ich würde mich auch diesbezüglich über Feedback freuen, was dir nicht gefallen hat. Denn nur so können wir das hier besser machen für dich da draußen und das würde mich sehr freuen. Ansonsten guckst du dir das vielleicht nochmal an mit deiner Tante, mit deiner Schwester oder Bruder, mit deiner Oma. Aber schaut es euch an, schaut es euch mehrmals an. Wir würden uns sehr darüber freuen, denn der Algorithmus möchte gepflegt und gestreichelt werden. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Vielen, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum Dansen.